Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute will ich dir verraten, wie du deine Ansprechangst oder generell deine Angst in Gegenwart von Frauen loswerden kannst, was die meisten Männer da falsch machen, was die meisten Männer nicht verstehen und wie du mit einer sehr, sehr simplen Technik, die du jetzt gleich nach diesem Video anfangen kannst zu üben, deine Angst loswirst. Also willkommen zurück zum Video. Thema Ansprechangst oder Angst, Nervosität in Gegenwart von Frauen ist natürlich so ein allgegenwärtiges Thema. Das ist klar, wenn du auf der Straße unterwegs bist und zum ersten Mal Frauen ansprichst, dann ist natürlich ganz neue Erfahrung und da gehört auch eine gewisse Nervosität und eine gewisse Angst zu. Aber das kann eben auch dafür sorgen, dass Leute sich nicht trauen, dass Leute nicht in Handlung kommen oder dass Leute sich vielleicht auch nicht trauen, auf ein Date zu gehen, weil sie einfach nicht genau wissen, hey, wie soll ich das machen? Da werde ich immer sehr nervös, bin im Umgang, in der Gegenwart von Frauen sowieso sehr nervös. Und da gibt es eine Sache, die man machen kann, über die auch eigentlich kein Coach so richtig spricht. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht wissen es die Leute nicht, aber darüber wollen wir eben heute sprechen. Und nur um das vorwegzunehmen, natürlich gibt es auch andere Methoden, bevor ich jetzt gleich dazu komme, gibt es auch andere Dinge, die man auf mentaler Ebene machen kann, sowas wie, ja, dass man seine Mindsets überarbeitet, dass man seine Einstellung überarbeitet. Das heißt, wenn du irgendwie die Einstellung hast, oh mein Gott, wenn eine Frau mich ablehnt, dann ist das das Ende der Welt und dann werde ich nie wieder eine andere Frau bekommen oder ähnliches. Dann ist es natürlich was, was dich daran hindern wird und hindern kann, eine Frau anzusprechen, was für Angst sorgt. Also du kannst auch auf einer Mindset, auf einer Glaubenssatzebene natürlich gewisse Arbeit leisten, indem du halt guckst, was sind meine Glaubenssätze? Was sind vielleicht auch die nicht funktionierenden Glaubenssätze im Umgang mit Frauen? Die Glaubenssätze, die mir Angst machen? Wo habe ich die Glaubenssätze her? Was gibt es vielleicht für bessere Glaubenssätze? Und wie würden die mir im Umgang mit Frauen helfen? Das sind alles Dinge, die du dir anschauen kannst, aber das ist nicht das, worüber wir heute reden wollen. Ich möchte dir etwas Simpleres, etwas Einfacheres mitgeben, das ich immer mal wieder mit Coaching-Teilnehmern mache, wenn sie so ihre Schwierigkeiten haben. Und witzigerweise hört man das dann auch in den Aufnahmen raus. Also man hört in den Flirtaufnahmen meiner Coaching-Teilnehmer raus, wenn sie dieses Problem haben. Und ja, dann kann ich diesen relativ einfachen Schritt anwenden, um da ja eine Lösung zu schaffen. Wovon sprechen wir hier? Um zu verstehen, was ich dir erkläre, musst du verstehen, dass unser Körperzustand mit unserem geistigen Zustand zusammenhängt. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage, stell dir mal jemanden vor, der depressiv ist, wie wäre seine Körperhaltung, dann würden wir wahrscheinlich alle ungefähr zum gleichen Ergebnis kommen. Wir würden alle eine Übereinstimmung haben, indem wir sagen, okay, das ist eine Person, die bewegt sich eher langsam, schaut vielleicht auf den Boden, hat eher so eine eingefallene Körperhaltung. Und das trägt eben auch dazu bei, dass diese depressive Stimmung, ja, bleibt in dem Moment. Ich habe ja schon mal auf dem Channel diese Studie erwähnt oder dieses Experiment erwähnt, wo man Leute mussten einen Bungee-Jump machen und da hat man sie entweder 2 Minuten lang in der Victory-Pose, also wirklich so mit Armen hochstehen lassen, oder man hat sie 2 Minuten lang kauern lassen, so in Knieposition mit dem Blick auf den Boden und hat danach halt gemessen, wie lange es dauert, bis die Leute springen, bis die Leute diesen Sprung machen. Und die Leute, die in der Victory-Pose gestanden haben, haben deutlich weniger Zeit gebraucht, runterzuspringen, als die Leute, die in so einer submissiven, so einer negativen und unterwürfigen Position waren. Das eine ist natürlich eine sehr dominante Position, das mit der Victory-Pose, das andere ist eine eher unterwürfige Geste und das sorgt eben dafür, dass wir mehr Risiko bereit sind zu nehmen und darauf einzulassen oder eben weniger Risiko. Und deswegen, dein Körperzustand hängt ganz, ganz eng zusammen mit dem, wie du dich fühlst, mit deinen Ängsten, deiner Nervosität. Das heißt, bevor ich jetzt gleich zur eigentlichen Sache komme, natürlich solltest du generell darauf achten, dass du eine gute Körperhaltung hast. Wenn du immer nur auf den Boden schaust, während du in der Stadt unterwegs bist, während du immer nur so eine eingefallene Körperhaltung hast, dann ist es natürlich kein Wunder, dass du dich auch nicht dementsprechend fühlst. Das heißt, das ist die erste Sache, auf die du achten kannst und solltest. Wie ist deine Körperhaltung? Achte auf eine aufrechte Körperhaltung. Achte darauf, dass dein Blick einfach hier ist. Nicht da, sondern einfach geradeaus ist. Und dass du auch nicht den Blicken anderer Leute ausweichst. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der dafür sorgen kann, dass du dich, wenn du unterwegs bist, einfach schlechter fühlst. So, jetzt kommen wir aber eigentlich mal zum Kern der Sache. Also, wie gesagt, dein körperlicher Zustand hängt mit deinem physischen Zustand zusammen. Das ist beides eng miteinander verknüpft. Und das, was ganz, ganz viele Männer jetzt falsch machen, weil das ganz viele Menschen falsch machen, ist, sie atmen falsch. Das klingt jetzt vielleicht total marginal, aber es ist eine unglaublich große Sache. Ich hatte das letztens erst mit einem Coaching-Teilnehmer von mir und es gibt 2 Arten der Atmung. Zu einem kannst du in die Brust atmen oder du kannst in den Bauch atmen. Bauch- oder Brustatmung. Und das kannst du selbst probieren, indem du dich mal, meinetwegen auch wenn du das Video schaust, hinlegst auf dein Bett, auf deinem Stuhl sitzen geht auch, und mal die Hand auf deine Bauchdecke legst.
Und dann wirst du merken, dass du entweder in deinen Bauch einatmest oder eben nicht. Wenn sich dein Bauch füllt, während du normal atmest, dann atmest du wahrscheinlich in den Bauch oder du atmest in die Brust. Das kannst du eben auch daran erkennen, dass du mal deine Hand auf deine Brust legst und dann siehst du ja, was von beiden sich hebt. Also du kannst sehr schnell ein Gefühl dafür kriegen, ob du eher ein Brust- oder Bauchatmer bist. Die meisten Leute tendieren zur Brustatmung. Und die Brustatmung ist mit einem ganz speziellen, ja, Zustand verknüpft. Nehmen wir uns mal oder stellen wir uns mal jemanden vor, der eine Panikattacke hat, der in Panik ist, der Angst hat. Wie atmet diese Person? Und selbst wenn du noch nie eine Panikattacke hattest, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass jemand in Panik oder in Angst, und das kennst du sicherlich von irgendwoher, schnell atmet. Der atmet schnell, der atmet kurz und der atmet zu fast 100% in seiner Brust. Das ist eine schnelle Brustatmung. Die geht hier in die Brust, da wieder raus. Es ist eine flache Atmung. Und diese Atmung steht eben mit dem körperlichen Zustand überein. Das heißt, dieser Angstzustand, dieser Panikzustand und dieses flache, kurze in die Brust atmen, das geht zusammen. Na, das geht zusammen. Du wirst es selten haben, dass du einen Panikpatienten hast, der einfach ruhig in den Bauch atmet. Das würde auch gar nicht passen. Der hat ja keine Panik und atmet ganz ruhig und tief in seinen Bauch. Macht ja gar keinen Sinn. Ne? Die beiden Sachen passen nicht zusammen. Denn wenn du deine Atmung ändern würdest, nehmen wir an, du wärst jetzt dieser ängstliche Panikpatient. Wenn du deine Atmung ändern würdest von einer flachen, schnellen Atmung zu einer tiefen Bauchatmung, dann würde sich dein gesamter Zustand beruhigen. Du würdest entspannter und relaxter werden. Und genau das ist es, was du lernen musst für einen besseren Umgang mit Frauen. Ich weiß, wie das klingt. Das klingt wirklich so, oh, du musst anders atmen. Das klingt ja total bescheuert. Ist es aber nicht. In deinen Bauch kannst du viel tiefer atmen, viel ruhiger, viel entspannter. Und das ist wirklich meine Aufgabe an dich. Leg dich hin, leg dich jeden Tag ein paar Minuten hin. Liegen geht es am besten. Und übe das, wenn du das nicht schon automatisch machst. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wenn du das ein paar Wochen lang jeden Tag meinetwegen 5 Minuten gemacht hast, dann wirst du wahrscheinlich die Gewohnheit dir angewöhnt haben, in den Bauch zu atmen. Und dann wirst du auch merken, wie du im Bauch viel ruhiger, viel tiefer, viel länger atmen kannst. Du kannst deinen Atem nutzen, so spirituell wie das jetzt klingt, um deine Körperblockaden zu öffnen. Vor allem in der Vorderseite deines Körpers. Und das kannst du besser mit einem Bauchatmen machen als mit einem Brustatmen. Das heißt, atme in deinen Bauch rein, atme in die Stellen rein, wo du verspannt bist. Denn diese Verspannung, das hängt zusammen mit der Angst, die du spürst, mit der Nervosität, die du spürst. Das kannst du ausprobieren und das funktioniert hundertprozentig. Wenn du in einem ängstlichen oder nervösen Zustand bist, dann aktiviere mal ganz bewusst deine Bauchatmung. Mach mal 5 bis 10 Bauchatemzüge wirklich. Tief ein und tief aus. Mach mal 5 davon und du wirst merken, oder meinetwegen 10, du wirst merken, du wirst automatisch ruhiger und in einem anderen Zustand sein, einem viel ruhigeren, einem viel selbstbewussteren, entspannteren und relaxteren Zustand. Und mach das nur 2, 3 Minuten. Und du bist garantiert von einem panischen Zustand in einem ruhigeren Zustand. Und das kannst du nutzen, das solltest du nutzen. Du solltest lernen, in deinen Bauch zu atmen. Du solltest lange, ruhige Atemzüge lernen, in den Bauch, durch den ganzen Körper. Du kannst gerne auch die Brust mit einbeziehen, dass du sozusagen anfängst, in den Bauch zu atmen. Und danach, mit dem Rest des Atemzuges, noch ein bisschen die Brust füllst du. Ein bisschen was in die Brust und dann kannst du gerne aus dem Mund ausatmen. Das kannst du auch machen. Wichtig ist einfach nur, dass diese Bauchatmung mit drin ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Probier das mal aus, gerade in den Situationen, wo du vielleicht Ansprechangst fühlst, wo du Nervosität im Umgang mit Menschen, Frauen spürst. Und schau mal, wie verspannt dein Körper in diesen Fällen normalerweise ist. Also normalerweise ist es so, wenn du Angst hast oder nervös bist, dann ist dein Körper tendenziell angespannt und du kannst eben deinen Atem aktiv nutzen und den in diese verspannten Regionen lenken. Normalerweise ist es so, dass wir Männer hier im vorderen Oberkörperbereich dann sehr verspannt sind, in der Brust, im Bauchbereich. Und du kannst wirklich den Atem nutzen, aktiv da reinführen, in den Bauch, durch den ganzen Körper und kannst sozusagen diesen Stress da rausarbeiten. Und das funktioniert wunderbar. Aber wie gesagt, selbst wenn du das nicht machst, über die Bauchatmung. Und ich kann dir versprechen, wenn du immer ruhig in den Bauch atmest, wenn das deine normale Atmung geworden ist und das dauert nicht so lange, wie du jetzt vielleicht denkst, das dauert wirklich nicht so lange, das ist vielleicht ein paar Wochen, wo du jeden Tag 5 Minuten mal aktiv in den Bauch atmest, dann wirst du dir das angewöhnt haben.
Und du wirst ruhiger sein, du wirst entspannter sein. Es wird einen enormen Unterschied machen, gerade wenn du vorher ein Brustatmer warst. Aber selbst wenn du jetzt schon ein Bauchatmer bist, kann dir das helfen, indem du dich auch in diesen Situationen nochmal darauf konzentrierst, mehr in den Bauch zu atmen. Denn es kann trotzdem sein, obwohl du generell ein Bauchatmer bist, dass du in stressigen Situationen in die Brust atmest. Denn stressige Situationen, das ist ganz eng verknüpft mit Brustatmung. Das ist fast hundertprozentig miteinander verknüpft. Das heißt, wenn du normalerweise Bauchatmer bist, dann bist du wahrscheinlich trotzdem in stressigen Situationen eher ein Brustatmer und kannst dann mit dieser Technik trotzdem Ruhe bewahren. In allen Situationen, das ist ja nicht nur jetzt im Frauenteil, nicht nur im Nervössein mit Frauen, auch in einer Bewerbungssituation oder wo auch immer du sein solltest, kannst du diese Bauchatmung nutzen, um dich selber runterzubringen und der Unterschied ist enorm. Einer der einfachsten Wege, wie du deine Angst im Umgang mit Frauen loswerden kannst und was du auch merken wirst, ist, dass die Bauchatmung und vor allem die aktive Konzentration auf die Bauchatmung dich hier aus deinem Kopf rausholen wird in deinen Körper. Das heißt, du bist dann auch nicht mehr im Kopf, du denkst dann nicht mehr die ganze Zeit nach, oh mein Gott, was könnte passieren, hat sie einen Freund, was, wenn sie mich ablehnt, die ganzen Zweifel sind nicht mehr da, beziehungsweise sind schon da, aber dein Fokus ist eben ganz woanders. Und die Bauchatmung wird dafür sorgen, dass du weniger zweifelst, als wenn du eine kurze, flache Brustatmung hättest. Das heißt, es spielt hier alles zusammen, es ist alles ein System und eine unglaublich mächtige und einfache Taktik, um deine Angst, deine Unsicherheiten mit Frauen loszuwerden, beziehungsweise in den Momenten, wo du sie spürst, damit gut umzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, das wird dir helfen, wenn du es aktiv anwendest. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du damit selbst schon Erfahrungen gemacht hast, ob du ein Brustatmer oder eher ein Bauchatmer bist. Schreib es mir in die Kommentare. Schön, dass du hier warst. Hier abonnierst du den Channel, auch die Glocke drücken, wäre noch nicht geschehen. Hier unten kannst du dich für ein Coaching bewerben und hier kommst du zu einem Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Ich freue mich drauf, dich dann wieder dabei zu haben. Bis dahin, ciao.